Jo, hallo Crewmitglieder. Ja, ich bin der arme Drago. Ein Biker, der einfach nicht alles kaufen kann. Ja, ich bin leider erst Level 18. Oder 18 Jahre jung, ich weiß es nicht genau. Kann ich denn den Deal des Sachs? Also gehe ich in den Suburban. Und finde keine Hütchen. Das erstmal. Dann finde ich keine richtigen Lederjacken. Das ist einfach eine Frechheit. Und dann noch so scheiß Lederjacken. Also ich will einfach richtige Lederjacken. So eine Frechheit. Naja, das DLC von dem Biker ist draußen. Also Biker DLC. Und ja, ich bin ein bisschen hinterfragt. Ich habe gestern im Livestream so richtig mal gestartet und konnte wirklich noch fast nichts machen. Ja, ich habe mit Mega Cool Man zusammen dann Missionen gemacht und scheinbar kann man die Missionen irgendwie noch nicht starten. Man muss irgendwie zuerst 8 sein oder irgendwie etwas kaufen, genau, zuerst etwas kaufen, ein Clubhaus. Und dann muss man Missionen mit anderen machen. Man muss wahrscheinlich direkt 8 sein oder so. 8 Leute sein und höher sein, also mehr Geld besitzen. Und das ist zwar ein bisschen eine Frechheit. Aber ja. Scheinbar will es Rockstar Game halt so. Mit diesem Business DLC haben sie ja schon angefangen, alles so extrem teuer zu machen. Ein bisschen die Spiele, die noch nicht so weit sind, zu vergraulen. Aber ich denke, es wird schon spaßig, aber ich muss natürlich viel spielen. Darum spiele ich jetzt auch wieder öfters GTA. Das ist diese Suchtspirale. Die wollen nur, dass ihr suchtet. Das ist nichts anderes. Ja, leider kann man jetzt gerade nichts. Doch, jetzt da kann man kaufen. Ja, genau, help me. Das ist etwas Gutes für mich. Ein Burger Shot, ja, okay. Noch verkehrt herum. Ski-Masken. Ah, ja. Ich werde so irgendwas voll der sneaky Gangster. Das ist eine Ninja-Maske, okay. Assassine. Ja, genau so. Das Devils. Taktisch. Ja, genau. Ja, passt jetzt nicht so zu mir, aber gut. So, ah, das sind jetzt die, okay. Eine Katze kommen. Was gibt's da noch? Hä? Schweine. Naja. Also eben, ich kann noch nicht viel zeigen. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen etwas zeigen. Aber momentan ist es halt noch nicht so möglich und es läuft ein bisschen. Ja, okay, es läuft flüssig gegen. Wir haben die manchmal Probleme mit einem Shop. Also dass es nach dem Shop ein bisschen nicht mehr flüssig läuft oder so. Ob es nur bei mir liegt, weiß ich jetzt nicht, aber wenn man am Spiel liegt es eventuell oder an sonst irgendwas Livestream Aufnahmeprogramm und so weiter. Ja, außerdem gibt es zum Beispiel eben diesen Nightblade. Dafür habe ich dieses T-Shirt geschenkt bekommen. Das muss man im Shop abholen für 0 Euro. Voll cool. Hoppla. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte drüber, aber scheinbar geht das Motorrad nicht drüber. Ja, okay. Außerdem gibt es noch, also es gibt sehr teure, es gibt 900.000er Motorräder. Es gibt eben Clubhäuser, die extrem teuer sind, egal wie groß, sind relativ gleich teuer, vielleicht mehr ausbaubar. Dann gibt es Garagen, Tuningwerkstätte, eigene Tuningwerkstätte, die wahrscheinlich anders aussehen, eventuell aber auch irgendwas Neues einbauen. Bringbar ist. Ich denke eher nicht, aber
Ja, eben ganz viele Anzugwesten und leider nicht mehr so viele andere Sachen. Ich denke mal, das war fast alles. Ich glaube, es gibt noch so einen Untergrund oder so irgendwas, das safer ist, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, auf jeden Fall ist es der, sie hat wieder etwas, um Geld zu verdienen, dass die Shark Codes kaufen und dann, ja, Geld ausgeben für, ja, der Rest ist leider nicht so toll. Naja. Ich freue mich trotzdem, ich freue mich eigentlich auf jetzt der SC, weil ich einfach ein bisschen anders machen kann. Und die Motivation auch hoffentlich mal ein bisschen da ist mit diesem Rocker der SC, weil ich ja mit The Last Damned so ins Rocker-Geschäft eingestiegen bin mit dem Bill Kubitz heißt er, glaube ich. Auf jeden Fall ist es schon sehr lange her und deshalb weiß ich das nicht mehr. Jo. Also, bevor jetzt hier alles anfängt zu laggen, keine Ahnung, wieso das jetzt ist. Wahrscheinlich hat Fraps gerade Probleme mit GTA Online. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt hier einfach nur ein bisschen war. Und ja, ich werde im Livestream eventuell nicht täglich, aber recht lange. Und ja, muss noch ein bisschen warten, bis ich richtig gut stellen kann, weil ich brauche ein Gamepad. Und mit der Tastatur ist es einfach zu sensibel, man kann es leider nicht einstellen. Jo, ist ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Nun gut, auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen und tschüss.